Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis. feedback@heute.at. Ein aus Easy waren drei Freunde, haben gemeinsam Medizin in Wien studiert. Jetzt wollten Armin es. 31, Wolfgang E. 30 und Christoph S. 31 zusammen Urlaub machen 3 Wochen Sansibar. Alles wurde so geplant, dass Armin S., der erst vor kurzem seine Arztstelle am Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz angetreten hatte, rechtzeitig zurück gewesen wäre. Denn in einem Monat wäre er Papa geworden. Seine Frau ist hochschwanger, berichtet ein Bekannter im Telefonat mit Heute. Es ist eine unfassbare Tragödie. Hörbar mitgenommen ist auch Dr. Arnulf Falitsch, Gastroenterologe aus Wien. Er war am Freitag noch mit Wolfgang E., Arztkollege am AKH in Wien, auf einem Kongress in Kopenhagen, Dänemark. Im Telefonat mit Heute berichtet er, Wolfgang hat dort vor 5000 Leuten geredet. Es war der beste Vortrag aus Österreich. Gemeinsam habe man dann bis spät in die Nacht noch auf der Afterparty gefeiert. Fast wäre man noch gemeinsam zurück nach Österreich geflogen. Ich habe aber dann doch einen Flieger früher genommen. Geschockt sind auch die Kollegen von Kardiologe Christoph S. am LKH in Steyr. Drei Freunde starben, Armin S. 31, VL, Wolfgang E. 30 und Christoph S. 31, keine Überlebenden. Wie berichtet, ist am Sonntagmorgen in Äthiopien ein Flugzeug mit 157 Personen an Bord abgestürzt. Es gibt keine Überlebenden. Das Flugzeug war auf dem Weg von Addis Abeba nach Nairobi. Punkt. Video, heute.at/wochidrunde. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren, Kommentar lesen. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen.